Lieber Johannes Ernst, du bist der Mastermind hinter dem Werksviertel. Steidler Architekten überplanen das Ganze. Ihr seid seit Jahren schon dran. Erzähl mir doch ein bisschen was über das Potenzial des Gebiets. Ist ja recht groß. Ist recht groß, ja. Also wir arbeiten an dem Gebiet eigentlich seit 2008 oder 2009, als wir in die Planung der Medienbrücke damals eingestiegen sind, die sozusagen das Werksviertel am Rand tangiert und Teil des gesamten Projektes ist. Über diese Arbeit an der Medienbrücke ist dann auch die Beschäftigung mit dem ganzen Areal entstanden, eigentlich aus einer Idee heraus, die wir gemeinsam mit unserem dortigen Auftraggeber hatten, nämlich das war die, dass wir die Beobachtung gemacht haben, dass wir hier es eigentlich mit einem Quartier zu tun haben, was von seinem Wesen her im Grunde genommen einzigartig für München ist, nämlich noch so eine bisschen unaufgeräumte Spontannutzung, die irgendwie in so einer Gebäudestruktur stattfindet, die jetzt nicht besonders wertvoll ist, aber diese Gebäudestruktur, also ich meine jetzt die alte Pfannifabrik zum Beispiel, doch auch wiederum unglaublich viel hergibt. Also das Werk 3 zum Beispiel, ein klassischer alter Loftbau mit großen Stützweiten, breiten Flächen, die da entstehen und so weiter. Sowas hat man normalerweise nicht mehr. Und das war sozusagen die Erkenntnis, die wir am Anfang hatten, dass wir es eben mit Potenzialen zu tun hatten, die wir eigentlich nutzen sollten und aus denen wir was herausentwerfen sollten und nicht, wie das in München jetzt in den letzten Jahren immer geschehen ist, den Tabula Rasa machen, ein komplett neues Quartier nach Baunutzungsverordnung zu entwickeln und sich danach dann ärgern, dass man keine Atmosphäre hat, keine Dichte hat, keine interessanten Nutzungen. Das war sozusagen der Anfang des Projektes, sozusagen mit dieser Idee einzusteigen, und gleichzeitig liegen auch darin die Potenziale, eben die Potenziale der ganz unterschiedlichen Nutzer, die wir hier haben. Die öffentliche Wahrnehmung des Werksviertels zurzeit geht sehr stark natürlich fokussiert Richtung alte Pfanni-Bereich, Konzertsaal und so weiter. Das Werksviertel besteht aber eigentlich aus neuen Eigentümern, die ganz unterschiedlicher Natur sind. Und diese neuen Nutzungen oder Eigentümer bringen alle ganz unterschiedliche Nutzungen mit sich. Und es geht darum, sozusagen auch tatsächlich alle diese verschiedenen Teile zu aktivieren und zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Was waren so die groben Teilnehmer, die ihr da auf eure Seite bringen musstet für die Gesamtplanung am Anfang? Ja, das ist, wie gesagt, im Zentrum natürlich die alte Pfannifabrik. Dann haben wir ganz im Norden die Firma Rode und Schwarz, eine Firma, die als Weltmarktführer im Hightech-Elektronikbereich tätig ist. Dann haben wir die MGS, also Münchner Städtische Gesellschaft, die dort einen Gewerbehof betreibt und noch so eine kleinere Abteilung hat. Dann ganz wichtig die Firma Hamburger, Münchens größter Gastronomie-Großhändler. 80% aller Wirte kaufen hier ihre Dinge ein. Dann haben wir natürlich das ganze große Media Works Munich-Gelände mit der ganzen medienaffinen Nutzung. Und dann gibt es aber auch sozusagen neutrale Grundstücksbesitzer wie die Deutsche Telekom, denen hier ein großer Teilbereich gehört, die auch einen großen Anteil haben. Des Weiteren noch zwei weitere städtische Teilnehmer, die Stadtwerke und das Kommunalreferat, dem hier Grundstücke gehören. Und das Problem eigentlich, was dieses ganze Projekt seit Beginn des Wettbewerbs lahmgelegt hat, war, dass alle Eigentümer zusammen im Grunde genommen nicht den Faden oder das Seil finden konnten, an dem sie zusammen bezogen haben, nämlich diese Idee hinterm Projekt, für die es sich lohnt, sozusagen daran zu ziehen. Und das Interessante war dann eben, dass mit dem Gedanken, dieses Quartier aus sich heraus zu entwickeln und die bestehenden Nutzungen als Impulsgeber zu nehmen und zu kultivieren und zu verdichten und zu verstärken. Das war dann plötzlich die Idee, hinter der sich alle wiederfinden konnten. Und dann hatten wir plötzlich von einem Tag auf den anderen irgendwie neun Teilnehmer, die an einem Strang gezogen haben. Und dadurch hat das Projekt dann eine ganz andere Dynamik gekriegt. Was ist von der ursprünglichen Wettbewerbsidee, das war ja 03 Architekten, übrig geblieben und was habt ihr geändert?
Ist noch irgendwas übrig? Ja, natürlich. Also das war uns jetzt auch wirklich wichtig, dass wir sozusagen, dass es jetzt nicht darum geht, hierher zu kommen und was ganz anderes zu machen und was viel Besseres zu erfinden, sondern die Qualitäten, die eben auch vorhanden waren, als solche wirklich zu nehmen, zu schätzen. Und das Prinzip, was auch im Wettbewerb aufgebaut war, war ja dieses rechtwinklige Raster zur Friedenstraße, dieses neue Erschließungssystem mit der neuen Grafinger Straße und diesen klaren sogenannten Kommunikationsbändern, die für die Fahrradfahrer, Fußgänger und eine sanfte Autoerschließung sozusagen von außen in das Quartier hineingeführt wurden. Auch der Maßstab, auch das Thema mit den Türmen, im Grunde genommen, das habe ich von Anfang an den sowohl gegenüber der Stadt als auch den Eigentümern immer so vertreten. Neben haben wir den bestehenden Plan akzeptiert, wie er ist, haben ihn nur ein Stück weit der Wirklichkeit angepasst. Und aus dieser Wirklichkeit heraus dann eben dem Plan so eine gewisse Natürlichkeit gegeben. Also unser großer Lehrmeister Otto Steidl hat mal gesagt, für einen städtebaulichen Plan gibt es nichts Besseres als einen Bauer, der sein Grundstück nicht verkauft. Warum? Weil natürlich darüber, dass das perfekte Raster oder perfekte Ideen nicht ganz aufgeht, wird man gezwungen, eben an bestimmten Dingen irgendwo drum herum zu fahren oder drüber zu bauen oder was rauszulassen. Und dadurch kommt es natürlich zu der Art von Brüchen, die man braucht, um einen Plan von der Theorie auch ein Stück weit sozusagen dem eine menschliche Wirklichkeit zu geben. Und im Grunde genommen ist genau das hier passiert. Die Entscheidung, dass der Konzertsaal jetzt ins Werksviertel gesetzt wird, ist ja gefallen. Zeig doch mal kurz, wo der jetzt genau sitzt und erzähl uns, ob dadurch irgendwelche Änderungen entstanden sind oder neue Herausforderungen oder wie ihr den integriert habt. Also zum Liegen kommt der hier in diesem Bereich, also sozusagen wirklich in der Mitte des Quartiers, wenn man jetzt mal das Ganze als Kreis begreift, dann ist die Mitte wirklich tatsächlich fast in dem Bereich hier. Das war in der Diskussion, wo man diesen diesen Konzertplatz jetzt sozusagen Konzertsaal anbieten kann, auch eine wichtige Frage. Wollen wir ihn sozusagen am Rand haben, wo er noch eine Zeit lang eine Wirkung hat zur Bahn hin, die dann später, wenn dieser Streifen gebaut wird, auch nicht mehr da wäre? Oder nehmen wir diesen Konzertsaal als Potenzial und setzen ihn sozusagen wie so eine Art Keimzelle in die Mitte und entwerfen sozusagen drumherum die Welt, die dann in Korrelation dazu steht. Natürlich hat es uns einiges gekostet und wird uns auch noch einige Mühe kosten, diesen Konzertsaal perfekt zu integrieren in die vorhandene Struktur, weil es ja nicht so war, dass wir das als Aufgabe schon von Anfang an mit dabei gehabt haben, sondern es ist einfach relativ, ich würde sagen 5 vor 12, eigentlich jetzt dazugekommen. Nachdem wir 10 vor 12 noch eine Schule mit integriert haben, die auch nie vorgesehen war, ist dann der Konzertsaal gekommen. Da wird es natürlich jetzt im Laufe der Vorbereitungen für den Bau des Konzertsaales, der ja über einen großen internationalen Wettbewerb dann entschieden werden wird, auch noch zu einigen Anpassungen kommen, also sowohl was die Erschließung anbelangt, als auch was zum Beispiel die Konstellation im Bereich des Vorplatzes vor dem Konzertsaal anbelangt. Also werden wir vielleicht hier in diesem Bereich von Hamburger nochmal die Bebauung ein wenig so verändern, dass sich auch die Seite wirklich als städtisch, in der städtischen Form und städtischen Architektur präsentieren kann, sodass es insgesamt einfach eine gute Ensemblewirkung geben kann. Steht schon irgendein Termin fest von wegen Wettbewerb? Nee. Ja gut, es gibt eine gewisse Zeitschiene, die natürlich immer unter Vorbehalt steht. Es ist so, dass nachdem die Landtagsfraktion der CSU ja jetzt auch überzeugt ist von dem Standort, innerhalb der Ministerien die Arbeit tatsächlich sehr intensiv vorangetrieben wird, sowohl im Finanzministerium als auch Kultusministerium wird intensiv dran gearbeitet, also an der Vorbereitung des Wettbewerbs, und genauso kümmert sich bereits die oberste Baubehörde um die Themen, sodass man bis in den Sommer hinein schon die gröbsten Vorbereitungen der Randbedingungen und Randdaten zusammen haben wird, um dann auch langsam mit dem Wettbewerb starten zu können.
Letzte Frage bezüglich der Anbindung an den Ostbahnhof. Steht ihr da irgendwie mit der, ich weiß nicht, Stadt oder wem man da zuständig ist, in Kontakt, dass da vielleicht noch was passiert? Im Moment ist ja die Situation so, dass man, wenn man aus dem Ostbahnhof, also wenn man im Ostbahnhof ankommt, findet man nicht gleich wirklich einfach den Ausgang auf die richtige, also zur Friedenheimer Straße. Friedenstraße. Soll da noch was passieren? Ja, kann da noch was passieren? Leider ist natürlich der Verhandlungspartner nicht die Stadt, sondern die Deutsche Bahn. Und die Deutsche Bahn, die sozusagen ist die Herrin über das Verfahren mit allem, was mit den Bahngleisen zusammenhängt. Aber natürlich wird jetzt im Rahmen der Entwicklung des Konzertsaales darüber nochmal sehr intensiv gesprochen. Und zur Bahn gibt es natürlich jetzt darüber, dass der Staat auch mit im Boot ist als Bauherr des Konzertsaales, nochmal einen ganz anderen Zugang und auch einen ganz anderen Zug, der sozusagen da aufgebaut werden kann. Also es gibt ja im Moment diese eine Verbindung bereits hier, dieser kleine Durchstich, der vorhanden ist. Es gibt eine zweite Verbindung, die nur bis Gleis 8 geht, die dann leider aufhört, die eigentlich an einer relativ richtigen Stelle rauskommt. Also, und da gibt es jetzt so unterschiedliche Eskalationsszenarien. Also das Mindeste, was gemacht werden muss, ist diesen Ausgang hier, der an Gleis 8 aufhört, in einer großzügigen Art und Weise so zu verlängern, dass man eben genau an der Stelle rauskommt, wo dann der Übergang an der Friedenstraße unter Umständen vielleicht sogar noch unter der Friedenstraße durch und dann auf der anderen Seite, beziehungsweise dann hier in dieses Kommunikationsband, sogenannte Piusanger hinein, der dann direkt zum Konzertsaal führt, dann entwickelt werden kann. Es gibt auch noch die Überlegung, auch darüber wurde schon auf höchster politischer Ebene gesprochen, doch nochmal so ein Thema Steg, Brücke anzuthematisieren. Also da ist sicherlich Bewegung jetzt durch den Konzertsaal in diese ganze Geschichte reingekommen. Das war auch ohne Konzertsaal vorher schon das Problem, dass dieses wirklich dichte und kraftvolle Viertel im Grunde genommen erstmal noch hinter den Gleisen liegt. Auch damals hätte man es sich schon gewünscht, den Zugang viel besser hinzukriegen. Ist schwierig, aber bei manchen Dingen muss man einfach auch ein bisschen auf die Entwicklung und auf die Zeit setzen. Wir haben immer gesagt, wir machen das trotzdem, auch wenn wir das hier jetzt noch nicht lösen können. Vielleicht passiert ja eines Tages mal was, mit dem man das lösen kann, und das ist jetzt tatsächlich durch den Konzertsaal passiert. Okay, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne.